Lass mich ihn ruhig. Sammle Obst für meine Mama. Auch dieses kleine bisschen hilft uns, hat sie gesagt. Also helfe ich auch mit. Ist es wirklich nicht gefährlich hier draußen? Ja, kann schon sein. Ich bin aber ganz schön schnell und die Stadt ist auch nicht weit weg. Einmal war ein Kreisling hinter mir her. Aber Bunkys Vater ist ein Wächter und der hat diesem kleinen Grashaft ganz schön eine verpasst. Die halten sich von der Stadt fern und Räuber tun Kindern auch nichts. Man wird nur befallen, wenn man mit Erz in die Stadt will. Ich muss jetzt weitermachen, ja. Ja, Berikos ist im Norden. Wir wollen ja aber eigentlich nach Naschke. Ja. Ein Ogrelon. Sterbt, ihr quiekenden Ratten. Sterbt, ihr quiekenden Ratten. Stört, wenn es sein muss. So kriegt man auch Leben wieder. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. So, der Ogrelon hatte eine Schriftrolle bei sich. Hat er wahrscheinlich dem schon zerfressenen Typen abgenommen. Nein, die wollte ich hier. Liebste Marianne, die Straßen waren sehr schlecht, aber schließlich bin ich wohlbehalten in Am angekommen. Ich glaube, es ist das Klügste, wenn ich irgendwann nach dem ersten Schnee per Schiff nach Hause fahre. Ich hoffe, dass dich dieser Brief erreicht. Der Abschied, den ich ihm mitgegeben hatte, hat auf mich einen recht zuverlässigen Eindruck gemacht. Auf immer der deine Ruhe. Okay, falls ich eine Marianne treffen sollte, kann ich ihr den Brief ja geben. So, was sagt unser Level? Ein paar Erfahrungspunkte brauchen wir noch. Naschkel im Süden, ja. Ich diene der flammenden Faust! Hi. Ihr da, ihr seid wegen Bandenmitgliedschaft und Straßenraub verhaftet. Ich weiß, dass ihr zu der Bande gehört, die die Küstenstraße terrorisiert. Ergebt euch und es gibt kein... Oder es gibt Ärger. Ihr habt den Falschen erwischt, wir gehören zu keiner Bande. Wenn ihr Streit sucht, könnt ihr jetzt Streit haben. Wir ergeben uns, ihr könnt uns gefangen nehmen, wir legen sofort die Waffen nieder. Nehmen wir mal die 1. Wirklich, und warum soll ich euch glauben? Naja, wegen meines netten Lächelns und meiner ehrlichen Art. Nehmt 50 Goldmünzen und lasst uns in Ruhe. Wenn wir Räuber wären, würden wir dann so hier in der Gegend herumspazieren. Kommt schon, lasst uns gehen. Wir sind nicht diejenigen, die ihr sucht. Mein Herr, wir wollen wirklich keinen Ärger. Genau wie ihr suchen auch wir die Gegend nach Räuber ab. Nehmen wir mal das da. In Ordnung, vielleicht habe ich mich bei euch geirrt. Ihr könnt jetzt gehen. Weil nach den Räubern aktiv suchen, tun wir ja noch nicht. Wir wollen eigentlich nur nach Naschke, weil 4 Gruppenmitglieder uns dazu drängen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Okay, hier klingt es auch nicht gerade gemütlich. Na, wieder Hopkopf. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja, wie ihr wünscht. Der Ärger erspart. Wie kann ich helfen? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Das ist eine Frage, die ich jetzt nur zu fragen. Erstmal auch nicht. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wie? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Eure Diener für die Gruppe. Okay, Jahira. Doch, ordentlich. Ich. Mord.
sie uns ordentlich verdreschen. Worum ihr braucht, nur zu tragen. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. So. Alle tot? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Leiden liegen sogar leicht. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Das sind wohl die Hochkommen zu kurz gefallen haben. Man kann es ja mal versuchen. So, dann geben wir schön dran. Hört auf, ja, an wie mir ihr wünscht. Zu touchen. So, hier sollte ich wohl noch ein paar Pfeile kriegen. Ihr habt so gut wie erledigt. Was? Ich hab genug davon. Okay, das Schwert war zu viel des Guten. Aber ein paar Pfeile sind schon mal nicht schlecht. Eure Diener so gut wie erledigt. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ich mache eure Arbeit. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Da liegt eine ganze Familie rum. Olquettes Familienamulett. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Wurm ihr braucht, nur zu fragen. Also denn wieder eine neue Quest? Nicht daran erinnern, das jemals eingesammelt zu haben. So, warten wir mal, dass alle wieder Ort und Stelle sind. Fasst mich nicht an. Ich könnte mir was einfangen. Fürst Foreshadow. Na, wenn ihr nicht ein bisschen Farben ins Spiel bringt, kann ich euch da aufzug, den ihr da anhabt. Nach so etwas muss ich mich auch umsehen, wenn ich das nächste Mal bei Fürst Riebald zum Kostümfest eingeladen bin. Da bin ich garantiert Stadtgespräche in Niewinter. Das heißt, dass er aus dieser fernen Stadt kommt? Ah, ich habe von seiner Stadt gehört, aber ich bezweifle, dass es sie überhaupt gibt. Natürlich gibt es Niewinter. Solche Sachen sorgen mich nicht. Habt ihr Informationen über das Gebiet südlich von hier? So, das heißt, ihr kommt aus Niewinter? Oh, ich komme eigentlich aus Tiefwasser. Die große Prachtstadt bietet einfach mehr Luxuswaren, die meinen ungewöhnlichen Geschmack entsprechen. Dennoch achte ich sehr darauf, Kontakt in Niewinter zu halten, obwohl ich erst einmal dort war. In diesen Nächten war ziemlich viel los, wenn ich mich recht erinnere. Ich werde im kommenden Jahr erneut dorthin reisen und ich wette, es wird genauso viel los sein. Ja, da wurde ich nicht wirklich geforeshadowed. So, und damit kommen wir in Naschke an. Nachdem eure eilige Flucht aus Kerzenburg erst so kurz hinter euch liegt, scheinen die Unruhen an der Schwertküste für eure bereits angeschlagenen Nerven eine Zusatzbelastung zu sein. Gorion würde es aber nicht schätzen, wenn ihr untätig herumsitzt. Und die Untersuchung örtlicher Angelegenheiten wird vielleicht etwas Licht in eure eigene prekäre Lage bringen. Was der Eisenmangel oder der Aufruhr in den Minen von Naschkel mit euch zu tun haben könnte, ist euch allerdings ein Rätsel. Ja, damit sind wir schon im zweiten Akt. Also in Kapitel 2. Ja, Xaum Montaron ist abgeschlossen. Ja, Hira und Kalitz sind auch abgeschlossen. Wie ihr wünscht. Geht zur Seite, Bürger! Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Gibt euch also zu erkennen. Wir sind die Gruppe von Brennung und suchen einen Ort, wo wir uns zwischen unseren Abenteuern ausruhen können. Ich bin Brennoid und sind meine Gefährten. Ich habe gehört, dass
dass diese Gegner in letzter Zeit einige Schwierigkeiten durchlebt haben. Dann haben wir euch während unseres Aufenthalts zur Verfügung zu stehen. Nehmen wir mal das erste. Es gibt ja ein Wirtshaus, aber ich muss euch warnen, im Augenblick herrscht schon große Spannung. Wenn ihr Schwierigkeiten macht, werdet ihr sofort hinausgeworfen. Ja, Rasfat ist auch jemand Neues, glaube ich. Paris, die sagt auch nicht. Oh, euch ist nicht zufällig ein Mann begegnet? Ungefähr so groß und, naja, etwa so breit? Dieser Taugenichts. Tut mir leid, da kann ich euch nicht weiterhelfen. Mag zwar nicht ganz damenhaft sein, was ich jetzt mache, aber ich schneide euch trotzdem die Kehle durch. Was für ein Glück habe. Was ich für ein Glück habe. Ihr rennt mir genau in die Arme. Der Beschreibung nach hatte ich ja auf eine lange Jagd. Ich habe eine lange Jagd eingestellt, aber ich will mich nicht beschweren. Möge Herr der Schatten über. Schatten euch einen schnellen Tod bereiten. Warte, wer seid ihr? Warum tut ihr das? Ich werde mich verteidigen, wer es sein muss. Wenn ihr sterben möchtet, dann greift es doch an. Habt ihr kein Mitgefühl in eurem Herzen? Was wollt ihr? Ist euch nicht noch einmal überleben? Wenn es Geld ist, das ihr wollt, dann könnten wir doch sicher ins Geschäft kommen, oder? Ja, wenn ihr sterben wollt, selbstverständlich, ihr sollt euch auch verteidigen. Wenn ich euch einfach nur hinlegen und sterben würdet, hätte dieser Beruf ja gar keinen Reiz. Und die Ja? Nimm ich mal deinen Bart. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ihr braucht nur zu fragen. So. Wieder ein Brief und ein Helm. Dieser Brief. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass Brennoir, das Zirkel von Korallen, ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Brennoir wurde zuletzt in der Region Berigos gesehen, ist als gefährlicher Gegner einzuschätzen und befindet sich wahrscheinlich in der Begleitung gut bewaffneter Gefährten. Dieses Angebot wurde allen einschlägigen Gilden unterbreitet. Wer mit einem Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mit nicht weniger als 680 Goldmünzen belohnt. Wie mal geht, werden diese Pläne den Hütern des Gesetzes zuträglich und das Schicksal des Ziels teilen. So, wird. Ratten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. Nee. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Hand umdrehen, wie ihr wünscht. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir wollen in den Laden. Ihr braucht nur zu fragen. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ja, das verkaufen, den Helm wollen wir behalten, aber die ganzen Sachen. Die Halskette sieht auch irgendwie wieder aus, als ob man sich was brauchen könnte. Jetzt die Kronen wiederum nicht, du hast nichts dabei. Zwei Kurzbögen und ein Bastardschwert. Visionshelm. Kann nur keiner tragen. Hm. In Aschka habe ich einen Händler gefunden, der die Winterwolfspelze zum Geld macht. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Ich behalte heute lieber meine Münzen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Da habe ich das mit den Winterwolfspelzen gerade wohl. Ihr braucht nur zu fragen. Überklickt. Für die Ehre von Amm! Guten Tag. Ich habe ja hier in eurer Gruppe gesehen, daher müsst ihr wohl die Abenteurer sein, die ich erwartet habe. Ich bin Baron Gaske, der Bürgermeister von Naschke. Ich heiße euch herzlich willkommen. Scheint, dass ich eure Bekanntschaft unter so widrigen Umständen machen muss. Spart euch eure Höflichkeit und beantwortet meine Fragen. Woher wusstet ihr, dass ich vorhatte, nach Naschke zu kommen? Das klingt nicht so badenhaft. Was genau ist das eigentlich das Problem hier? Ich bin sicher, dass ihr mich mit jemandem verwechselt habt. Ich kenne euch überhaupt nicht. Was genau ist das Problem?
Ich kann kaum glauben, dass ihr es selbst nicht erraten habt. Habt ihr von der Eisenknappheit gehört? Naschkel ist stark davon betroffen. Unsere Mine ist praktisch geschlossen, weil fortwährend Bergarbeiter verschwinden und das wenige Erz, das wir noch bergen können, auch irgendwie verdorben ist. Ich würde ja gern die Garde der Stadt vorbeischicken, aber wir brauchen sie hier, um unsere Bürger vor den Räuberüberfällen auf unsere Karawanen zu schützen. Wir müssen unbedingt herausfinden, was in der Mine südöstlich der Stadt nicht stimmt. Für meinen Zausaufwand brauche ich eine angemessene Entschädigung. Wenn euch die Dankbarkeit einer ganzen Stadt noch nicht genügt, macht das auch nichts. Wir können euch mit Goldmünzen belohnen, wenn ihr das wünscht. Geht jetzt und tut eure Bestes. Mhm.